die Spinnen. Ja. Die Römer. Und Teile der Amerikaner möglicherweise auch, ja. Aber die Spinnen, die Römer, das kennen Sie natürlich aus Asterix und Obelix. Und da sind wir jetzt. Nach einigen Jahren kommt jetzt ein neuer Asterix-Band heraus. Und die Zahlen sind schon unglaublich, ne? 5 Millionen in der ersten Auflage, also 5 Millionen Hefte. Und man geht davon aus, dass die innerhalb von wie viel? Ich glaube, 2 Wochen oder so. 2 Wochen in 24 Ländern wird das. In 24 Ländern. Unglaublich. Auf jeden Fall haben Anja und ich gerade auch festgestellt, Latein können wir nur wegen Asterix und Obelix und Sie möglicherweise auch. Und mehr über Asterix und Obelix gibt es gerade in Paris zu erfahren. Da gibt es eine wundervolle Ausstellung und die bringt uns jetzt Nathalie Steger näher. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt, von wegen. Asterix, der erfolgreichste Comic aller Zeiten. Jeder Band wurde heiß erwartet und jetzt beim Teutates, der neue kommt demnächst, Asterix bei den Pikten, der Name der Römer für die gefürchteten Krieger Schottlands. Selbstverständlich werden die Römer verprügelt, sonst wäre es der halbe Spaß für die Gallier und die Leser. Diese kleinen Gallier, die Widerstand leisten, das ist lustig. Vor allem die alten Hefte von früher waren gut geschrieben. Die sind echte Franzosen, sie essen gerne, hauen sich gerne. Die Figuren sind gleichzeitig lustig und liebenswert. Asterix lässt uns die Weltgeschichte seiner Zeit erleben, ironisch und lustig. Die gleichen Köpfe, aber erstmals aus einer anderen Feder. Zeichner Albert Uderzo, 86 ist er, hat sich zurückgezogen. Aber die neuen Väter von Asterix beraten. Hauptsache, es geht weiter. Es ist so, als fragten sie einen Vater am Ende seines Lebens, ob er froh ist, dass sein Sohn weiterlebt. So ist es. In der Pariser Nationalbibliothek gibt es einen Einblick in die ersten Abenteuer. Eine Ausstellung über die Anfänge des kleinen Galliers und seines dicken Kumpels Obelix. Das war die allererste Seite. Früher war Obelix noch dünn, später hat er sich verändert. Für die eingefleischten Fans waren die alten Hefte um Klassen besser. Trotzdem wird der neue Band am 24. Oktober heiß erwartet. Bist du ein Asterix-Fan? Absolut, alle gelesen. Also Asterix-Fans in aller Welt aufgepasst, morgen erscheint in 15 Ländern gleichzeitig das neueste Abenteuer der unbesiegbaren Gallier. Und erstmals gibt es einen neuen Zeichner und einen neuen Textner. Und die Macher hatten alle Mittel und alle Hände voll zu tun, nur nicht zu viel im Vorhinein zu verraten. Das sind die beiden neuen Gesichter hinter Asterix und Obelix, der Zeichner Didier Conrad und der Texter Jean-Yves Ferry. Albert Uderzo, der sich in den Ruhestand verabschiedet, hat das Duo mit ausgewählt. Ich wurde auf höchst geheimem Weg kontaktiert. Das hatte etwas von einem Agenten-Thriller à la Mission Impossible. Ich habe es noch immer nicht ganz realisiert. Vielleicht kommt das dann, wenn die Comics in den Buchhandlungen aufliegen. Die beiden Neuen sind von Kindheit an Asterix-Fans und haben enormen Respekt vor dem Mitbegründer des Erfolgscomics, Uderzo. Er ist immerhin ein Pionier, nicht irgendein Zeichner, eine Legende. Es war sehr bewegend, ihn kennenzulernen. Und es ist ausgesprochen mutig von ihm, Asterix, seiner Schöpfung, noch zu Lebzeiten jemand anderem anzuvertrauen. Meister Uderzo selbst hat den beiden dann bei der Arbeit noch ein bisschen auf die Finger geschaut. Gott sei Dank hat er mich sehr unterstützt und war nicht allzu streng mit mir. Er wollte vor allem, dass ich den Geist dieses Werkes wahre. Das war ihm wichtig. Der arme Conrad musste Uderzos und meine Kommentare aushalten. Nur der Obelix auf dem Titelblatt stammt noch aus der Feder des Urgesteins Uderzo. Dieses und ein paar ausgesuchte Zeichnungen hat der Verlag bereits präsentiert. Alles andere bleibt bis zuletzt streng unter Verschluss. Nur so viel darf verraten werden. Diesmal verschlägt es die unbesiegbaren Gallier nach Schottland zu den Pikten. Die Pikten waren mir zunächst selbst kein Begriff. Sie waren die schottischen Zeitgenossen von Asterix. Auch die Liebe wird diesmal eine Rolle spielen und man kann wohl davon ausgehen, dass auch am Schluss des neuesten Abenteuers ein Festessen mit Wildschweinbraten stehen wird.
Die Zahl seiner Fans geht in die Millionen. Feinde hat er nur wenige, eigentlich nur einen, Cäsar. Asterix der Gallier, schlau, temperamentvoll, liebenswert. Seit 1959 Gegner des römischen Imperiums und Freund von Obelix. Morgen erscheint der neueste Asterix-Band, in dem er zu den schottischen Pikten reist. Die Schweiz hat er ja schon besucht. Dennoch könnte der 35. Band schweizerischer nicht sein. Michael Gerber weiß, wieso. Asterix der Gallier wird neu von einem Schweizer gezeichnet. Didier Konrad führt jetzt den Zeichenstift. Seine Eltern stammten aus der Westschweiz, Konrad selber wuchs in Marseille auf und war als Junge total vernarrt in den rebellischen Gallier. Asterix hat mich meine ganze Jugend lang begleitet. Den ersten Band las ich mit 7 oder 8 Jahren. Didier Konrad tritt ein großes Erbe an, von Albert Uderzo und René Goscinny. Die beiden hatten Asterix und Obelix 1959 ins Leben gerufen. Für diese ersten Skizzen brauchten sie gerade mal eine Viertelstunde. Nach Goscinnys Tod 1977 machte Uderzo alleine weiter und suchte für seine Comichelden seit längerem Adoptiveltern. Diese Figuren gehören nicht uns Erfindern, sie gehören den Lesern und wir dürfen sie nicht sterben lassen. Im Alter von 86 Jahren ist Albert Uderzo endlich fündig geworden mit Jean-Yves Ferry und Didier Conrad. Beide sind erfahrene Comicmacher. Er hat mehrere Zeichner eingeladen, zum Probezeichnen, wie Neulinge. Und ich hatte das Glück, ausgewählt zu werden. Unter Zeitdruck zeichnete Konrad den Band innerhalb von nur 9 Monaten, eng begleitet von Übervater Albert Uderzo. Sobald man zu weit von den traditionellen Szenen abweicht, sind die Leute unzufrieden. Deshalb achtete Uderzo auf das kleinste Detail. Das erhöhte den Druck noch zusätzlich. Das schottische Abenteuer ist zu Papier gebracht. Schon träumt Didier Konrad davon, Asterix und Obelix wieder auf Reisen zu schicken. Nicht in die Schweiz, nach Afrika.